Das Gebilde Jugendamt ist bis noch vor wenigen Jahren vielen Ausländern gar nicht bekannt gewesen. Aber ich spreche jetzt nicht von normalen Bürgern in Europa, ob in Polen oder in Frankreich, sondern ich spreche von Politikern oder vielmehr sogar von Juristen, Richter oder Anwälte, die in Brüssel oder in Straßburg sitzen. Sie haben nicht gewusst, was es ist. Können Sie, Herr Kraszewski, uns vielleicht mal kurz darstellen, welche Rolle, welche Funktion ein Jugendamt in einem deutschen Familienrechtsverfahren hat? Also ich wusste auch nicht, was das Jugendamt ist, bis zum Zeitpunkt, wo wir Vorladung bekommen haben. Und Jugendamt wurde in Polen verboten im 1945 als eine verbrecherische Organisation, die etwa 200.000 polnische Kinder entführt hat und germanisierte. So staunte ich einfach, dass diese Organisation in Deutschland weitermacht. Genauso unterschiedliche Abgeordnete in Europa staunen, dass das immer noch möglich ist und auf die gleiche Art und Weise. Sie wollen das einfach nicht glauben. Alle Abgeordnete im Europäischen Parlament zu überzeugen, dass diese Gebilde ohne jegliche staatliche Kontrolle noch funktioniert, ist natürlich mühsam. Darf man aber nicht aufhören. Jugendamt funktioniert, was bestätigt wurde durch das Europäische Parlament, als Antragsteller, als Gutachter und als ausführende Kraft des Gerichtes. Also hat alles in einer Hand. Jugendamt nimmt die Kinder in Obhut ohne gerichtliche Verfügung, erfindet Gründe, dann ist verpflichtet und macht auch gerne, macht eine Stellungnahme. Eine Empfehlung? Eine Empfehlung, eigentlich mehr als Empfehlung. Das ist eine gutachterliche Stellungnahme, wo das Gericht hat eigentlich keine andere Chance, anderes zu entscheiden, wie das schon mehrmals geschah. Und dann Jugendamt wird zu einer ausführenden Kraft des richterlichen Beschlusses. Das ist natürlich ungeheuerlich, das passierte nur im Totalitarismus. Sie haben mir vor diesem Interview erzählt, dass hier in Deutschland Menschen mit 10, 20, 40 Euro sofort bestraft werden, weil sie ihr Auto falsch geparkt haben. Aber dass wenn Mitarbeiter vom Jugendamt Kinder stehlen, entführen, entziehen, sie nicht bestraft werden. Wie passt das zusammen? Das ist eben diese Sache, die eine Schwäche des Rechtssystems in Deutschland und in Europa zeigt. Im Arbeitsdokument des Petitionsausschusses des Europäischen Parlaments wurde unmissverständlich gesagt, dass Amtshandlungen des Jugendamtes und später auch der Familiengerichte ist eigene Menschenrechtsverletzung. Und Menschenrechtsverletzungen werden nicht bestraft. Das ist eben diese tragische Sache, wo einige Kinder in Obhut des Jugendamtes werden umgebracht oder sterben einfach so ohne jeglichen Grund, wo später abgelehnt wird, das zu untersuchen, wie im Falle der Familie Hase oder wie in einem Fall einer Familie in Wuppertal. Ein Kind wird aus der Familie rausgerissen und eine Pflegefamilie übergeben, dort wird Kind ermordet und alle sind natürlich unschuldig. Also alles ist deutschlegal.
Also Jugendamtangestellten sind straffrei und genauso die Pflegeeltern, das wird belegt, sind sie überhaupt schuld oder nicht. Das sind solche Sachen, die erschüttern hier Menschen in Deutschland. Und das ist auch eine Demonstration der deutschen Politik. Die deutschen Politiker zeigen, Jugendamtangestellten sind straffrei. Kann man da einen Vergleich ziehen zwischen polnischen Eltern und übrigen nicht deutschen Eltern hier in Deutschland? Also zunächst bei keinem Erfolg der Beschwerde vor dem Gericht und bei dem deutschen Parlamentarier im Bundestag haben wir eine Petition geschrieben wegen Diskriminierung der polnischen Kinder in Deutschland. Und diese Petition wurde angenommen durch den Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments. Danach haben sich zu dieser Petition mehrere hunderte ausländische Eltern angeschlossen mit dem gleichen Problem. Aber auch deutsche Eltern, die haben sich diskriminiert gefühlt aus unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel aus Grund des Kindesraubes durch Jugendamt ohne jegliche Begründung und ohne Gerichtsbeschluss. Das war für mich etwas ganz Neues. Dann hat sich herausgestellt, dass die Geschichte, Entstehungsgeschichte des Jugendamtes hat ganz schwarze Punkte. Und heutige Handlung des Jugendamtes ist eigentlich eine direkte Verlängerung der Politik aus den dunkelsten Zeiten der deutschen Geschichte. Dazu möchte ich noch eine Sache sagen. Ich habe jetzt gerade auf dem Schreibtisch auch ein Schreiben aus dem Justizministerium. Und Gesundheitsministerium. Es gibt eine sogenannte Jugendamtdiagnose Münchhausen bei Proxy-Syndrom, eine Erfindung des deutschen Jugendamtes, wo dem Menschen vorgeworfen wird, eine in Deutschland nicht anerkannte und nicht existente Diagnose als Mittel zum Entzug des Kindes. Als Begründung auf jeden Fall. Als Begründung, ja. Als Begründung für Entzug des Kindes ohne gerichtliche Verfügung. Jugendamt schreibt einfach Verdacht auf Münchhausen bei Proxy-Syndrom und Kind ist weg. Ich habe jetzt schriftliche Beweise, dass dieser Münchhausen bei Proxy-Syndrom ist in Deutschland keine anerkannte Diagnose. Das heißt, das Jugendamt arbeitet auf Grundlage von Lügen. So kann man sagen. Das ist bewiesen.